Moin Moin, da sind wir mal wieder mit einer neuen Folge Alle gegen den Würfel. Den Woody hier, hier hat er sich versteckt. Spieltag 23 steht an und ja, wie immer blicken wir zurück auf den 22. Es lief nicht gut für mich. Also ich habe momentan absolutes Formtief. 2,90 Quotenpunkte habe ich mal gerade so geschafft. Ja, 50 Leute haben teilgenommen, nur einer war schlechter auf Platz 50, danke dafür. Ein anderer war genauso schlecht wie ich, also ich bin auf 48 von 50 Teilnehmern, wie gesagt, gelandet. Ja, und das größte Dilemma bei der Sache, der Würfel. Er hat 25,55 geschafft und somit, ja, rückt er mir auf die Pelle im Gesamtranking. Adrian Kira bleibt an der 1. Soliden Wert geschafft. Ich bleibe auch an der 2 mit 216,36. Das ist aber 20 Quotenpunkte schon hinter dem Adrian. Glückwunsch für diesen Zwischenstand. Ja, und dann kommt da schon der Woody mit 214,90. Dann dahinter auch der Highlander knapp dahinter, der Luxemburger. Dann auch Tom Tankwart nah dabei und Sexy Anime. Alle am Start. Ja, spannend, bin guter Gastgeber, lasst euch alle noch mal ran. Und ja, schauen wir doch mal kurz auf die Top 5 des letzten Spieltags. Da haben wir ihn auf Platz 1 mit den genannten 25,55. Auf Platz 2 Marino Frings, Glückwunsch, 23,40. Auf Platz 3 haben wir Sexy Anime, 22,3. Auf Platz 4 Sexy Movie, 20,65. Auf Platz 5 dann Peter Pan mit 15,80. Gute Werte, alle hatten Bochum dabei. Ja, war ein guter Pick, war ja auch ein verdienter Sieg, aber kam schon überraschend. Ja, ich und mein X. Ja, nah dran ist auch knapp daneben. Gut, dann schauen wir doch mal weiter und zwar in die folgenden Partien. Ihr dürft natürlich auch diesmal alle gerne wieder mitmachen im angepinnten Kommentar, die Copy-Paste-Vorlage und das Regelwerk. Und ja, dann wollen wir doch mal zurück zu alter Form, hoffentlich mit folgenden Partien jetzt eingeblendet. Heute Abend Mainz gegen Bayer Leverkusen. Da habe ich ein bisschen hin und her überlegt, X oder 2. Ich habe mich letztendlich für ein 1 zu 2 für Bayer Leverkusen entschieden. Ja, weil ich habe so ein bisschen auf die letzten Resultate in Mainz der Werkself geschaut und die letzten drei Male haben sie, glaube ich, gewonnen. Das letzte Mal sogar ohne Wirtz und Schick. Deswegen, ja, sollten sie packen. Wird ein enges Spiel. X-Gefahr besteht. Ja, aber ich denke mal, Bayer wird die Gunst der Stunde nutzen und weiter sich da oben festsetzen. Der Woody sagt dazu, es gibt das X. Ja, dann gibt es wahrscheinlich auch das X. Die Wölfe gegen die TSG am Samstag, unsere erste Partie. Da gehe ich aufs X. Ja, weil ich denke, Hoffenheim auswärts ist immer noch nicht stark genug. Die Wolfsburger sind wieder ein bisschen im Saft. Neue Zuversicht, neues Selbstbewusstsein. Max Kruse macht den Unterschied. Bei der TSG fehlen obendrein noch Grillitsch und Geiger. Ich denke, das wird ein enges Match. Am Ende ein 2 zu 2. Der Woody sagt dazu ebenfalls das X. Dann haben wir den VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum. Ich fasse mich kurz. Es gibt den Bayern-Fluch, das heißt, Bochum-Sieg ist für mich nahezu ausgeschlossen. Wenn sie es schaffen, Respekt, dann können sie schon den Nichtabstieg feiern, weil das ist dann natürlich ein Gesetz ausgehebelt, was seinesgleichen sucht. Ich gehe von einem X aus. Reis kann die Tabelle lesen. Wenn sie punkten, dann heißt das ein 10-Punkte-Abstand auf den 17., der VfB Stuttgart ist. Ich tippe ein 0 zu 0. Bochum wird es ums Verteidigen gehen. Man ist realistisch. Und deswegen, ja, das X. Der Woody sagt dazu, er sagt, Stuttgart gewinnt dieses Spiel. Dann haben wir Augsburg gegen Freiburg. Zuletzt immer das X. Ich nehme das X, tippe ein 1 zu 1. Müsste ich hier auf eine doppelte Chance gehen, würde ich eher Richtung X2 tendieren. Die Freiburger müssten eigentlich auch mal dreifach wieder punkten, aber dennoch Augsburg daheim stark. 1 zu 1, denke ich mal, ein realistisches Ergebnis. Der Woody sagt dazu, er sagt, Augsburg gewinnt dieses Spiel. Dann die nächste Partie. Arminia Bielefeld gegen Union Berlin. Zwei Teams, die beide nicht so gerne das Spiel machen und es eigentlich auch zu unregelmäßig machen und deswegen nicht so richtig können. Ich denke, das wird ein Rumgeacker und Belauern. Beide werden natürlich ihre Kontersituationen suchen.
Ich denke, auch hier ist ein 0 zu 0 gut möglich. Ich entscheide mich aufs X zu gehen, obwohl ich natürlich Bielefeld auch den Sieg gönnen würde. Also sind wir bei der doppelten Chance. Würde ich auf ein 1x gehen, aber ich lege mich fest, auch hier das X gewählt, weil Urs Fischer da hinreist und sagt: Ja, wir wollen da punkten. Einfach reicht uns erstmal. Wir müssen nach zwei Niederlagen erstmal wieder Stabilität reinbringen. Knoche fehlt. Das wird die Aufgabe nicht vereinfachen, aber ich denke schon, 0 zu 0 dort auch gut möglich. Der Woody sagt dazu ebenfalls das X. Dann Samstag das Topspiel Köln gegen SGE. Da gehe ich ebenfalls aufs X, tippe ein 2 zu 2. Modest ist ja noch fraglich, ob der es in die Startelf schafft. Die Eintracht auswärts besser, aber zuletzt auch wirklich nicht überzeugend gegen Wolfsburg. Vielleicht ist Kostic jetzt wieder besser in der Spur, kann wieder beginnen. Und auch in der Abwehr vielleicht wieder Hasebe rein, sodass da ein bisschen Stabilität kommt. Ich denke, ein sehr ausgeglichenes Spiel. Die Eintracht, die sollte punkten, weil nächste Woche steht dann das Spiel gegen die Bayern an. Das ist immer eine Zusatzmotivation, wo der Druck nochmal steigt, dass man halt Punkte holen muss. Es wird nur einer, 2-2, bleibe ich bei. Der Woody sagt dazu, er sagt, Frankfurt gewinnt dieses Spiel. Gehen wir in den Sonntag und zum FC Bayern gegen Fürth. Gehe ich auf die 1 für die mickrige Quote, weil ich glaube, Fürth ist da schon chancenlos. 4 zu 1 tippe ich mal als Endergebnis. Ja, ich glaube, jetzt muss da einfach mal ein Ruck durchgehen und von Anfang an Karacho. Man hatte jetzt Tage Zeit, das aufzuarbeiten. Ich hätte Musiala gerne in der Bayern-Elf mal wieder gesehen. Der hätte da sicherlich einiges durchgewirbelt, wäre dann vielleicht mit einem Türchen auch ein bisschen höher gegangen. Ja, für mich ein klarer Bayern-Sieg. Das werden die sich nicht nehmen lassen. Führt zwar daheim wirklich richtig gut, aber auswärts schon noch schwach. Der Woody sagt dazu. Oh, auch den Bayern-Sieg. Dann haben wir BVB gegen Gladbach. Ja, und was war das denn gestern gegen die Rangers? Haben sie sich mal wieder selbst geschlagen. Es ist ein Auf und Ab beim BVB und deswegen denke ich, sie werden da jetzt am Sonntag alles reinballern, 3 zu 2 am Ende gewinnen. Kampfbetontes Spiel. Gladbach ist genauso unter Druck. Die stehen immer noch da unten drin. Auch wirklich kein hundertprozentig überzeugender Sieg dagegen Augsburg. Auch haben sie nochmal 3-2 da irgendwie Ergebniskorrektur betreiben lassen. Ich könnte es mir fast umgekehrt vorstellen, halt, dass es so für die Dortmunder läuft. Immer denken halt so, ja, so wie gestern gegen die Rangers. Ach, wir haben hier schon irgendwie alles im Griff, das kriegen wir schon hin. So könnte es dann irgendwie am Sonntag auch laufen. Man geht in Führung. Ach, das läuft ja hier. Und dann kommt Gladbach wieder ran. Ich glaube, torreiches Spiel, vielleicht auch ein 4-2 am Ende. Haaland ist ja wohl mehr als fraglich, leider auch noch für diese Partie. Aber dennoch, da muss jetzt wirklich der komplette Schwung rein. Vor heimischer Kulisse dreimal in Folge verlieren ist sowieso tabu. Gegen Gladbach hat man eine gute Bilanz daheim, sollte man sich wirklich halt nochmal vor Augen führen. Und da richtig Karacho und dann auch über 90 Minuten gehen. Gut, der Woody sagt dazu. Er sagt das X, ja, aufgrund der Quote natürlich immer auch eine Überlegung wert. Die letzte Partie, Hertha BSC Berlin gegen RB Leipzig, da gehe ich auf die 2. Auch eine relativ kleine Quote, aber Hertha ist wirklich gerade, ja, unterstes Niveau. Jetzt die Geschichte mit der Windhorst-Äußerung auch nicht wirklich fördernd für bessere Leistungen. Daher Leipzig jetzt zwischen den Spielen international werden sie da einen klaren Sieg einholen. Das ist deren Lieblingsgegner. Das Hinspiel waren 6 zu 0. Ich sage 1 zu 3 am Ende. Gut, der, wo die letzte Partie bei ihm ist, ebenfalls der Leipzig-Sieg. Dann haben wir sie alle beisammen. Jetzt seid ihr gefragt. Da unten gibt es Kommentarfelder und wir sehen uns gleich schon wieder mit der Übertore-Challenge. Die mache ich direkt jetzt im Anschluss. Wenn sie schon fertig ist, hier oben in der Infokarte. Tschüss!